Ja, YouTube, jetzt wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Gokonippon, My First Trip to Japan, DLC Version 2015. Und ja, diese Folge hier wird jetzt wahrscheinlich am Samstag erscheinen. Das heißt, jetzt wird es mal 4 Tage hintereinander Let's Play-Folgen geben, weil ich es einfach die Woche nicht anders geschafft habe, wegen Uni-Stress und dergleichen, am Donnerstag und Freitag, wie üblich, die Gokonippon und Narkissos-Folgen hochzuladen. Deswegen, damit ich das auch alles gut schaffe, nehme ich jetzt die beiden Folgen für die nächsten 4 Tage hintereinander auf bei beiden Spielen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwo zwischendrin einen Schnitt machen. Und das heißt, es gibt dann keine Verabschiedung in dieser Folge und keine Begrüßung in der nächsten. Das nur als kleiner Hinweis. Wir sind hier immer noch beim Abstieg vom Mount Takao, jetzt bei der Takao Sun Station. Das müsste ja dann im Prinzip das Cable Car sein, wahrscheinlich, mit dem wir runterfahren, nachdem wir mit dem Lift hoch sind. Vielen Dank auch nochmal für die Bilder unter dem letzten Video oder unter der letzten Folge, wo ja noch in den Kommentaren gepostet worden ist, Bilder von dem Lift und von, ich weiß gar nicht, was das zweite Foto noch war. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal dafür. Und tja, jetzt hier auf jeden Fall geht's weiter an der Stelle hier an der Station. Oh, ich kann die Station sehen. Denkst du, das hier ist die Cable Car Station? Ja, sieht so aus. Juhu, wir haben es geschafft! Ich fühle mich ganz schön ausgelaugt, aber irgendwie auch so, als hätten wir durchaus was geschafft. Können wir einfach das Cable Car wirklich den ganzen Weg den Berg runternehmen? Ja, es sieht so aus, als bräuchte es 6 Minuten bis zur Station am Fuße des Berges. Und dann steigen wir wieder in den Zug ein und unsere Reise für den Tag ist beendet. Also dann heißt es von jetzt an nur noch immer hier und da ein bisschen mit irgendwelchen Gefährten unterwegs sein. Daher, Otsukaresama. Otsukaresama to you as well. Dir auch, Otsukaresama. Und du hast besser durchgehalten, als ich erwartet hätte. Also dieses Otsukaresama oder Otsukaresama des ist... Otsukare kann auch eine Begrüßung sein, wie ich mittlerweile gelernt habe. Also Otsukaresama, das Tsukarelü ist eigentlich so erschöpft sein, müde sein, geschafft sein. Sowas in die Richtung. Und Otsukaresama sagt man nach getaner Arbeit oder wenn man fertig ist, wenn man irgendwas hinter sich gebracht hat, geschafft hat und so weiter. Oder wenn jemand einen anstrengenden Tag hinter sich hatte, sagt man ihm auch Otsukaresama des, wenn er das erzählt hat. Das so als kleiner Nebeneinwurf hier, was das angeht. Hat sich deine Meinung von mir verbessert? Wie wär's, wenn wir als nächstes den Berg Fuji besteigen? Na, jetzt übertreibst du aber. Aber, naja, heute lasse ich dich mal. Oh, da sehen wir gar nicht mehr die Cable Card, Runterfahrt und so weiter. Naja, das wäre jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr so spannend gewesen. Mit 8,08 Euro geht's zurück. Das hätte ich auch durchaus noch in die letzte Folge mitnehmen können. Ich glaube, das kennen wir jetzt, was kommt. Also ich klicke mal ein bisschen weiter. Ansonsten kann es sein, dass ich hier jetzt auch gleich einen Schnitt setze und das ist dann mit der Auswahl von einem der nächsten, von einem der nächsten Stadtviertel schon weitergeht. Das heißt, ich klicke mal ganz kurz, wenn irgendwo doch hier was, ein Abend-Event ist, was wir noch nicht hatten, mache ich dann an der Stelle weiter oder lade nochmal, ich speichere mal sicherheitshalber an der Stelle hier, würde dann nochmal neu laden. Ansonsten. Oder wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt. Bis gleich. So, jetzt bin ich an die Stelle hier gegangen. Man sieht, ich habe da nochmal hier einen ganz neuen Spielstand genommen. Da bin ich wahrscheinlich gerade kurz ans Mikro gekommen. Sorry, falls ein komisches Geräusch war. Wir hatten im ersten Durchgang haben wir ja Asakusa, dann Skytree und dann Akihabara gemacht. Ich musste gerade nochmal nachgucken. Das heißt, von den alten Vierteln haben wir noch Ikebukuro, Ginza, Shibuya und Shinjuku übrig. Und wir haben jetzt auch die 3 Viertel, für die gewotet worden ist. Also, oder für die 4. Also Asakusa, Akihabara, Skytree und Mount Takao. Mehr oder weniger hinter uns, also auch von den neuen jetzt. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal jetzt wieder abwechselnd ein altes, ein neues, ein altes, ein neues, so im fliegenden Wechsel. Und dann, sobald wir alle Stadtviertel einmal komplett durch haben, machen wir die beiden finalen Routen, einmal die Makoto-Route und dann wurde mir geflüstert, dass es noch ein neues Ende gibt, wenn man alle drei, also alle drei der Stadtviertel, die man am Anfang besucht, welche von den neuen sind. Ja, da bin ich dann auch mal gespannt. Jetzt allerdings erstmal werden wir eines der älteren Viertel machen, also die vielleicht die erste Version des Let's Plays schon auf dem Hauptchannel gesehen haben, für die ist es jetzt dann vielleicht wieder ein paar Folgen, die nicht so ganz so spannend sind, aber gemacht wird's trotzdem. Und damit geht's dann jetzt hier weiter nach Ikebukuro, auch eins meiner liebsten Stadtviertel von den Malen, die ich jetzt in Japan gewesen bin. Los geht's. Ich denke, heute möchte ich gerne hier hingehen. Oh, Ikebukuro, richtig? Das bedeutet...
Okay, dann werde ich diejenige sein, die dich rumführt. Wir werden uns auf den Weg machen, sobald ich das Geschirr vom Frühstück weggeräumt habe. Bereite dich schon mal vor und dann können wir sofort loslegen, okay? Alles klar. Ikebukuro, ha? Ich frage mich, was für eine Art von Ort das wohl sein mag. €1,54 für die Fahrt nach Ikebukuro. Wahrscheinlich über die Yamanote-Linie. Gut, da wären wir. Das hier ist das heutige Reiseziel. Kann es sein, dass das Hintergrundbild ein anderes ist als beim letzten Mal? Sorry, ich mag einfach den Soundtrack an der Stelle. Oder dieses Stück, auch wenn es mittlerweile eigentlich überspielt ist. Aber ich kann mich nicht erinnern an dieses Bild von ersten Durchgang oder vom ersten Mal, wo ich das gespielt habe. Vielleicht haben sie jetzt auch bei Ikebukuro also ein paar Hintergrundbilder mal mehr mit eingefügt. Das hier müsste, glaube ich, die Sunshine Street sein oder Sun Street oder irgend so etwas, die dann zum Sunshine City führt. Ich erinnere mich noch vom letzten Let's Play, dass ich ein paar Mal Sunshine das Wort nicht rausbekommen habe und oder ein bisschen rausschneiden musste. Hoffentlich läuft es diesmal anders. Und wir haben ja auch ein Show-Foto. Und da klicken wir natürlich direkt mal drauf, was wir da zu sehen bekommen. Genau, ja, ich glaube, das ist die Sunshine Street oder irgendwie eine der Seitenstraßen. Hier mitten in Ikebukuro, aufgenommen im Januar 2016, noch ziemlich frisches Bild noch von in diesem Jahr, im Winter. Tja, Ikebukuro, wie man sieht, also auch durchaus ein sehr modern wirkendes Viertel mit vielen Einkaufspalästen, Straßen, Vergnügungsviertel, auch was Anime-Manga-Läden angeht, gibt es hier relativ viel, zum Beispiel das größte Animate. Und dergleichen, ja, reicht, denke ich mal, als kleiner erster Eindruck. Wir werden ja noch vieles weiteres jetzt im weiteren Verlauf von Akeda hören. Das hier ist... Richtig, das hier ist Ikebukuro. Es ist, innerhalb von Japan der, wie kann man sagen, zweitfrequentierteste Reiseort. Oder, ja, irgendwie sowas in der Richtung. Der zweitmeisten frequentierte? Und man stellt sich ja auch vor, dass der zweitfrequentierteste Ort in Japan auch auf einer weltweiten Skala ziemlich weit oben landen würde. Und tatsächlich, hier sind... Tja, auf jeden Fall ist es so voll, wie ich es erwartet hätte vom am zweiten frequentiertesten... Irgendwie das Wort frequentiert regt mich auch an der Stelle, aber irgendwas Besseres fällt mir jetzt gar nicht ein. Vom am zweitmeisten frequentierten Ort, wo also viele Leute sind, hätte ich genau sowas erwartet. Allein schon die Bahnstation zu verlassen und auf dem Weg hierher, da fühlt es sich an, als wären wirklich unglaublich viele Leute unterwegs. Dazu muss ich noch sagen, dass das nicht mal der geschäftigste Tag der Woche ist. Was? Ernsthaft? Ja, an Samstagen und an Sonntagen, da die Anzahl der Leute, die an den beiden Tagen hier sein würden, die würden den jetzigen Anblick überhaupt nicht gerecht werden. Komisch ausgedrückt. Vielleicht soll ich ein bisschen freier übersetzen. Also auf jeden Fall, Samstag, Sonntag ist brechend voll. Diese Straße hier, das ist die Sunshine 60 Dori. Das ist der beliebteste Ort, um sich zu sammeln. Oder halt, wo sich am meisten Leute sich befinden hier in Ikebukuro. Dori ist ein japanisches Suffix, welches so viel wie Straße bedeutet. Also Sunshine Dokuju Dori. Oder 60 Dori. Ich weiß gar nicht, ob sie es auf Japanisch die 60 aussprechen oder auf Englisch. Ja, das, was man hier jetzt gerade sieht, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was am Wochenende los ist. Wow, kann ich kaum glauben. Und heute sind schon eine ganze Menge Leute hier. Und wenn das gar nicht erst vergleichbar ist mit dem, was sonst los ist. Aber so angsteinflößend das auch klingen mag, ich würde es schon ganz gerne sehen. Die Stadt Ikebukuro war einstmals ein sehr kleines Dorf. So circa vor 100 Jahren wurde hier dann eine Zugstation gebaut. Und von da an ist dann die Bevölkerung ganz stark angewachsen, bis es zu der Stadt geworden ist, die wir heute hier sehen. Wow, unglaublich, Sonanda, so ist das also. Er übertreibt eigentlich im Englischen manchmal ein bisschen im Vergleich zu dem, was er eigentlich im Japanischen sagt, wo er eigentlich nur so Aizuchi macht. Also, wie kann man sagen, so Füllwörter, um die
Aufmerksamkeit, dass man noch zuhört, anzudeuten. Was er ziemlich gut drauf hat für einen noch japanisch lernenden Ausländer. Mich hat das mal aufgeregt. So, aber genug von Nebengequatsche. Eine ganze Menge an Künstlern und Handwerkern schienen wohl hier in dieser Gegend gelebt zu haben, unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben es Franzono Montparnasso Mojite, also sie haben es Ikebukuro Montparnasse genannt, nach dem Montparnasse in Frankreich. Wow. Also eine Handwerkerstadt, hä? Ja, und deswegen gibt es auch eine ganze Menge von Manga-Künstlern, die hier heute immer noch leben. Manga? Oh Mann, ich liebe Manga. Vor allem japanische Manga. Ach. Oh, wirklich? Hast du jemals von Tezuka Osamu gehört? Tezuka... Ist das nicht derjenige, den sie God of Manga, also Gott des Mangas nennen? Ja, das stimmt. Ja, du kennst dich aus. Tezuka Osamu hat auch hier in der Gegend von Ikebukuro gelebt. Und ja, man sagt, dass viele aufstrebende Manga-Künstler Pilgertouren zu seinem Apartment machen. Oder wahrscheinlich seinem ehemaligen Apartment. Wow. Ich dachte eigentlich immer, dass Manga so etwas wie Wegwerf-Entertainment sei. Aber wenn man so die ganze Geschichte bedenkt vom Manga, dann fühlt es sich doch wirklich wie eine Kunstform an. Was ja auch ein riesiger Diskurs oder Diskussion nicht nur in Japan ist, sondern auch zunehmend in der westlichen Welt, wo ja die japanische Popkultur auch spätestens seit den Ende 90er, Anfang 2000er Jahren einen riesigen Zuwachs gewonnen hat. Genauso wie ja auch, fast genauso in dem Maße wie Videospiele ja auch groß in der Diskussion nach wie vor sind, ob es denn als Kunstform zu zählen habe oder nicht. Das ist es auf jeden Fall. Und, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Es ist auch nicht als solche unbedingt in unserem eigenen Land hier so akzeptiert, aber... Nun ja, jedenfalls, jetzt wo du ein bisschen von der Geschichte von Ikebukuro weißt, warum laufen wir da nicht ein bisschen weiter umher? Alles klar, na dann los geht's, würde ich gerne sagen, aber... Was ist denn los? Um dir die Wahrheit zu sagen, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Der Flo muss aufs Klo. Ach, ich liebe diesen Spruch. Gucken mich immer alle ganz böse an, wenn ich den sage. Von den Japanerinnen oder von meinen Kommilitonen. Ich weiß gar nicht warum. Gibt's hier irgendwo eine öffentliche Toilette oder so in der Gegend? Ach, Mensch. Ich hab dir doch gesagt, darum sollst du dich kümmern, bevor wir hierher kommen. Was? Menmoku? Nein? Menmoku, nein? Was ist das für ein Ausdruck? Ich meine, das interessiert mich jetzt gerade, wenn das wirklich so gelesen wird. Menmoku scheint auf jeden Fall zu stimmen. Menmoku nai. Beschämt, verschämt. Aha. Menmoku nai, Tatsache. Ich bin beschämt, also ich bin nicht stolz drauf, ja. Nun ja, unglücklicherweise in Japans Einkaufszentren, da gibt es nicht allzu viele öffentliche Toiletten. Was? Ernsthaft? Ja, aber was soll ich denn dann? Tja, wir haben keine Wahl. Daher... müssen wir es wohl hier mit dem Ort, bei dem Ort erledigen. Bei dem Ort? Aber mit all diesen Leuten hier auf der Straße? Da hoffe ich nicht, dass wir darauf zurückgreifen müssen. Also, sie hat Hen gesagt, also hier in der Gegend. Wahrscheinlich dachte er jetzt irgendwo in den Busch pinkeln oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich es noch viel länger zurückhalten kann. Oh, was soll ich nur tun? Hä? Ah, es tut mir leid, es war nur ein Scherz. Ein Scherz? Das heißt das? Ah, aber es gibt wirklich nicht allzu viele öffentliche Toiletten hier in der Gegend. Aber ist schon okay. Wir können auch einfach den beim Kombini benutzen oder einen beim Kombini. Beim Kombini? Ja, wenn man jemals eine Toilette in der Stadt braucht, dann kann man auch immer zum Kombini gehen. Und, naja, die Game Centers wären eine andere Option, also die Spielhallen. Verstehe. Daran muss ich, sollte ich mich erinnern oder das sollte ich mir merken. Aber, naja, wie dem auch sei, los, schnell, zur Toilette. Oh Gott. Sorry, Juli, Toilette.
Itekimas. Yade, yade. Oh, Mann. Skilichta. Ah, ich fühle mich besser. Oh, das stimmt. Ich habe vergessen, was zu erwähnen, aber es gibt auch einige Kombinis in den Shopping Districts, in den Shopping Malls, was auch immer, die ja nicht erlauben, dass man ihre Toiletten benutzt. Und das ist dann ein, wie kann man sagen, also das dient, um vor Verbrechen zu schützen. Also denk auch bitte daran. Warum hast du mir das nicht eher erzählt? Nun, sie haben sie dich ja benutzen lassen, also kein Problem, ne? Ja, das stimmt zwar, aber trotzdem. Viel wichtiger. Komm, es ist an der Zeit zu gehen. Hier entlang.